Samael. Ich habe mich gerade gefragt, wann du kommst, lieber Djebrael. Hä? Du bist tatsächlich aufgetaucht, ohne dass ich eine Einladung sende. Bist du da? Ach, wie lange ist es her, dass wir uns das letzte Mal von Angesicht zu Angesicht unterhalten haben? Selbst meine Finger an beiden Händen reichen nicht aus, um die Jahre zu zählen. Was mit dir? Kannst du dich noch erinnern, Djebrael? Der Typ ist etwas seltsam, aber er scheint Djebrael zu kennen. Was für eine kalte Reaktion. Ist das Wiedersehen nach vielen Jahren nicht ein Gläschen Wein und ein Prost wert? Ich kümmere mich schon lange nicht mehr um die Angelegenheiten der Vergangenheit. Du kannst sie ganz genau wie Samuel. Du kennst sie ganz genau, die Samaels Handschlagqualität. Jetzt hast du noch Platz in Thutmose. Solange du willst, kann alles wie gehabt bleiben. Nicht nur das, was Babel uns in der Vergangenheit schuldete, kann auch später zurückgefordert werden. Ich habe gewusst, ich habe es gewusst, dass Djebrael kein guter Mensch ist. Er ist sogar mit dieser Art von Menschen befreundet. Unsinn, obwohl Paps mir nicht alles erzählt hat. Aber ich bin mir sicher, Paps hat seine Gründe. Haha, Chat, wenn du sowas sagst, bin ich verletzt. Hä, du kennst mich? Wir können dich nicht kennen, Djebrael. Dein Herz ist so kalt wie unterirdischer Brunnen. Wie könntest du sonst eine so herzlose Tochter erzogen haben? Kleine Jet, obwohl du mich schon vergessen hast, aber zum Glück erinnere ich mich noch genau an dich. Ich habe dich in meinen Armen gehalten, als du noch ein kleines Baby warst. Mit dem Mondlicht auf der einen und dem Lagerfeuer auf der anderen Seite, genau wie deine Eltern. Wie nur? So wie es aussieht, hat Djebrael dir nichts gesagt. Das stimmt nicht, Djebrael. Kannst du nicht mal deiner Tochter die Wahrheit sagen? Aber kein Wunder, immerhin bist du der Sand des Verrats. Als ich meinen Untergebenen beim Bericht über die Reaktion der ausländischen Kaufleute in der Oase zuhörte, dachte ich, wer ihnen solche Weisheit einflößte, ihnen aber nur befahl, dies zu tun, ohne zu erklären, warum. Aber selbst ich hätte mir nie vorstellen können, dass die kleine Jet in deinem Herzen nicht anders ist als diese auswärtigen Kaufleute. Nur eine weitere Fremde. Du wagst nicht einmal ihr, deine Geschichte zu erzählen. Warum? Hast du Angst, dass sie dich verachtet, wenn sie von deinem verräterischen Verhalten erfährt? Paps! Samael, um ehrlich zu sein, bin ich erleichtert zu sehen, dass du dich nicht im geringsten verändert hast und du immer noch so redselig bist. So muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich dich so sehr schlage, bis du freiwillig die Bühne verlässt. Haha, Djebrael, du hast tatsächlich Angst. Angst vor mir, einer verlorenen Seele der alten Tage, die nun die einstigen Schulden zurückfordert. Ich habe natürlich das Recht. Das Geheimnis von Al-Ahmar gehört Thutmose. Und du, mit dem Schlüssel lass uns verraten. Den ganzen Sand verraten. Schau dich jetzt an. Verbandelst dich mit Kindern und Feigling da. Wo ist die Wildheit geblieben, die du einst hattest? Ist sie wie feiner Sand, der zwischen den Fingern zerflossen ist? Hör auf mit dem Unsinn, gib Ben Ben her! Ben Ben? Ah, ist von der mechanischen Kreatur die Rede? Hey, habt ihr gehört? Dieser Djebrael nennt das Ding tatsächlich Ben Ben! Schade, diese Menschen aus Setsnaya haben dich früher nie gesehen. Sonst wäre die Szene 100-mal lustiger als jetzt. Gib Ben Ben her, sonst! Sonst? Djebrael, ist das überhaupt nötig? Ultimatum um Ultimatum. Hast du endlich deine Meinung geändert und planst mit mir über alte Zeiten zu plaudern? Erinnerst du dich übrigens, was mit Ufaira passiert ist? Ha, du wirst es wohl nicht vergessen haben. Macht nichts, selbst wenn du es vergessen hast. Ich habe immer noch Chancen, dir bei der Erinnerung zu helfen. Viele Chancen. Was redet dieser Kerl für Unsinn? Zwischen uns sollte es noch eine andere Art der Kommunikation geben. Jet, warum hilfst du ihm nicht mit dem Kind da drüben? Immer ist Djebrael viel schwächer als früher. Phantom hat dieser Kerl namens Samael. Es sieht nicht nach einem schlechten Spiel. Sieht nicht nach einem leichten Spiel aus. Aber für Ben Ben, egal was passiert, muss er ordentlich verprügelt werden. Okay. Besiege Samael und die Fatui. Oh. Order guide you. Illusion shattered. Judgment. Let's end this now. Inazuma shines eternal. Die Doppelklinge von Thutmose. There is no escape. Now you're testing my patience. Shiver. Stabilize. I will have order.
Okay, die Doppelklinge von Thutmose weiß ja wirklich, was sie kann. Unglaublich, dass du besser bist als naja. Denk da, ich bin Giftschlange der Schatzkammer. Ich könnte dir aus jedem Winkel. Was? Gift zufügen? Oh! Order guide you. Stimmt, die Fatui waren ja eben da auch noch da gewesen. Ben, Ben, geht es dir gut? Beep, beep, beep. Scheint kein Problem zu sein. Es fühlt sich jedoch an, als wäre er etwas deprimiert. Hey, Jibrael, du, diesmal musst du Klartext sprechen, sonst gehen wir. Ab jetzt getrennte Wege. Diese Person namens Samael ist auf den ersten Blick bereits keine freundliche Person. Zu dir und sogar Jet ist er so liebevoll. Könnte es sein, hast du dich mit ihm zusammengetan? Ich wusste es. Du hast meinen Auftrag angenommen, ohne überhaupt nach den Details zu fragen. Alles nur, weil du schon längst einen Plan hast, nicht wahr? Du und Samael, ihr habt schon längst einen Plan, um mich, einen unerfahrenen Gelehrten, zu täuschen und um das Rätsel für euch zu lösen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sogar deine eigene Tochter ausgenutzt, um mein Vertrauen zu gewinnen? Jet, oh Jet, du siehst so unschuldig aus. Ist alles so, wie heißt Jebra jetzt vorgespielt? Oh, oha, was für eine Schauspielerei. Tessa, das ging zu weit. Paimon glaubt, dass Jet es wirklich nicht weiß. Es ist nur Jebrael. Paimon und Phantom Heart, seid wachsam. Ich bin wegen der Gutmütigkeit und Leichtgläubigkeit auf den Vater und die Tochter reingefallen. Lasst euch von ihr nicht nochmal reinlegen. Tessa, ich bin nicht so talentiert wie du. Es behauptet es, es gibt keine Schauspielerei. Paps, es ist nicht die Zeit, um mein Geheimnis zu bewahren. Ich möchte auch die Wahrheit wissen. Ich will das Verhalten des Verrats nicht verteidigen. Ich glaube aber ebenso nicht, dass meine Auswahl falsch ist. Paimon erinnert sich, dass Samael Jibrael so genannt hat. Der Sand des Verrats. Stimmt, es gibt nichts zu verbergen. Ich war einer des Wüstenvolkes. Thutmose. Egal, was in der Vergangenheit war, jetzt ist es... Naja, kurz gesagt, Samael ist ein totaler Verrückter. Ein Fanatiker, der ohne jeden Skrupel alles tun wird, nur um seine Ziele zu erreichen. Das war ja wohl offensichtlich. Meine Frau, die Mutter von Jet, starb durch ihn. So was, ist das der Grund, warum du sie nie erwähnt hast? Deine Mutter ist eine Gelehrte. Ohne mich hätte sie eine bessere Zukunft gehabt. Wenigstens hätte sie nicht in so jungen Jahren ihr Leben verloren. Tirsat. Wie? Ich werde deine Worte nicht so einfach glauben. Es ist vernünftig. Ich war es, der die Motive zuerst verschwiegen hat. Und jetzt das Ergebnis natürlich selbst verschuldet. Solange du einsichtig bist. Aber egal was, ich werde dich bis zum Ende des Auftrags beschützen. Auf keinen Fall. Derjenige namens Samael hegt auf den ersten Blick einen Groll gegen dich. Wenn du mir immer noch folgst, ich will mich nicht mit so jemandem einlassen. Warum ist Tirsat wieder verwirrt? Samael und Paps, ihr hasst bereits Sand von gestern. Sein Hauptziel jetzt gilt dem geheimen Schatz von König Deshret. Weshalb hat er sonst Bembel entführt? Egal, mit oder ohne Paps, er wird deinetwegen kommen. Denn du hast den Schlüssel zur Lösung des Rätsels am Leib. Bei mir am Leib? Die Steinplatte? Naja, zum Glück habe ich die Steinplatte schon frühzeitig Phantom Heart zur Aufbewahrung übergeben. Ich habe gewusst, dass das Ding nicht sicher ist. Hey! Er begehrt nicht nur die Steinplatte, sondern auch dein Wissen. Er hat es auf all das Wissen, das du als Gelehrter besitzt, abgesehen. Ich würde auch nicht an diesem Ort beliebt sein. Naja, ich werde meinen Job gut machen. Stimmt, mit Paimon und Phantom Heart hier kann Tirsat hundertprozentig beruhigt sein. Es gibt keine Zeit zum Verlieren. Je länger wir sprechen, desto mehr Zeit hat er sich vorzubereiten. Er ist wirklich wie eine unheimliche Schlange, die im Schatten kriecht. Und seine Doppelklinge ist wie die Giftzähne. Zeig ihm keine Fehler, sonst hat er es fatale Folgen. Hoffentlich macht ihr alles, was ihr versprecht. Wenn es nach Paimon ginge, jetzt wo Ben endlich gefunden wurde, sollten wir uns vereinen. Seht mal, da vorne ist noch ein langer Weg, stimmt's? Aber wie seltsam, warum ist Samael hier? Was für ihn wichtig ist, sollte sich oben befinden, stimmt's? Er hat sicher seinen Plan oder es gibt seine Hinweise, die wir vorher übersehen haben.
Dann sollten wir die Erkundung nicht wegen der Streiterei verzögern. Lass uns sofort aufbrechen. Paimon und Phantomat gehen voraus. Weiter so, Leute. Gut, dringe tiefer in die Ruine vor. Die Oppet-Halle. Die Oppet ohne den Moppet. Tja, jetzt bräuchten wir natürlich wieder mal. Ah, ja, wir haben nichts mehr zu essen. Wir haben zu wenig zum Essen. Haben die Fatui nicht eigentlich meistens in ihren Lagern nicht irgendeine Kochstelle da? In den meisten Fällen haben die doch irgendwo hier immer einen Kochtopf herumstehen. Sag mal jetzt Nachricht. In Kashnissut werden bedeutende Fortschritte erzielt. In naher Zukunft werden die notwendigen Bedingungen für die Eröffnung des Pfades gefunden werden. Meine bescheidene Meinung nach ist der Schlüssel immer noch hier versteckt. Auf eure Hilfe muss ich mich weiterhin verlassen. Sobald der Auftrag abgeschlossen ist, wird die versprochene Belohnung gewährt. Samael. Okay, wir haben also einen weiteren Weg hier vor uns. Kashnissut. Nur bedauerlicherweise gibt es hier also keinen Kochtopf. Was bitteschön ist das denn jetzt hier für ein Fatui-Lager? Toll. Und ich weiß immer noch nicht so genau, wann wir jetzt hier rauskommen. Ein weiterer heiliger Siegelstein. Warte, die Ecke hier hatten wir doch schon. Die Stelle mit dem Wasser kam mir jetzt auf jeden Fall bekannt vor. Also ist das jetzt hier bloß ein Rückweg. Also gut. Stabilized. Illusion shattered. Shiver. Judgment. Shine down. I will have order. Solidify. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Gather. You can't run. Judgment. Mysteriös, mal wieder. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt
zu wenig Energie. Okay, es war auf alle Fälle hier zu wenig Energie gewesen. Better than nothing. Wartet. Folgen wir, sagt doch jetzt erstmal wieder mal der Selie. Das ist ja, sag in den meisten Fällen immer das Richtige. Kann aber auch nur sein, dass sie uns jetzt den richtigen Weg zeigen wollte, wie wir, sag, die Fackeln aktivieren. So oder so scheint mir das jetzt sowieso der richtige Weg zu sein. We'll need more where that came from. Okay, wo genau befinde ich mich jetzt hier? Order guide you. Shine down. Light out. Yeah. Stabilize. Burn. There is no escape. I will have order. Solidify. Okay. So, ganz sicher bin ich mir jetzt, Moment, ich muss mal kurz an meinen Computer ran. Nein, war bloß Werbung gewesen. Also, wenn es bloß Werbung jetzt war im Computer, dann können wir jetzt mal weitersehen. Wie gelangen wir, jetzt hier an den weiteren Dendroculus? Ah, nicht auf diese Art und Weise. Na gut, dann öffnen wir die nächste Tür. Aber wofür das Ganze jetzt? Tja, gute Frage, nächste Frage. Wir haben hier, wieder so eine Sanduhr. Aber ganz offensichtlich haben wir hiervon noch nicht alle Sanduhren fertig. Das wird jetzt auch wieder mal problematisch werden. Shine down. This is order. Ha!
punishment. Torn to oblivion. Time for retribution. Illusion shattered. Okay, ganz offensichtlich müssen wir jetzt erstmal die ganzen Prismen hier richtig einsetzen. Versuchen wir mal, die Macht des Lichts richtig zu entfesseln. Es müssen hier mehrere richtige Kombinationen wohl kommen. Aber drehen können wir die Teile, sag ich, auch nicht. Okay, damit hätten wir schon mal die Truhe geöffnet. Und ich denke mal, damit können wir dann auch ebenso gut jetzt die Türen auch öffnen. Okay, es gibt jetzt erst hier auch neue Informationen. Stabilize. Now you shall perish. There is no escape. Also gut, es gäbe hier also jetzt neue Informationen aus irgendeinem Grund. Was für Informationen hätten wir? Ah, der Urobelisk. Die Urobelisken sind eines der Symbole der Zivilisation von König Deshret. Im Laufe der Zeit wurden die heiligen Siegelsteine in ihnen überall verstreut. Schau dir jedes Obelisken an und nutze seine Restenergie, um die Standorte der verlorenen heiligen Siegelsteine zu identifizieren. Oh, das sind die, sag. Okay, ganz offensichtlich haben wir noch einige Siegelsteine zu finden, die wir jetzt brauchen. Und einer befindet sich jetzt hier in der Nähe. Das ist gut. Alles gut, einer befindet sich also hier in der Nähe gleich. Das ist gut. Mhm, der nächste befindet sich also auf der anderen Seite der anderen Tür. Gut, gut. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir die anderen Siegelsteine nicht auch noch kriegen. Okay, ganz offensichtlich noch nicht sofort. You can't run. Illusion shattered. Time for retribution. Judgment. Shiver. Solidify. Yeah.
There is no escape. Order guide you. Also mit Dendro und Wasserkraft hätten wir es hier nun wirklich ein bisschen schwerer gehabt. Aber wo ist jetzt der Sack hier, der nächste Siegelstein? Ah, hier ist er. Und jetzt gibt es hier wieder eine Urflamme. Okay, ich weiß, Urglut, aber dazu Flamme zu sagen, finde ich irgendwie besser. Also weiter, entfessle gleich deine Macht. Und sei nicht schüchtern und geh voran. Ohne dich kommen wir sowieso nicht hier voran. Ah, sieh mal an. Warte mal, können wir dich erst noch weiter entfesseln? Offensichtlich. Es ist noch lange nicht das Ende unseres Weges. Aber ein Kampf muss an der Stelle auch wieder sein. You can't run. Illusion shattered. Verdict is light out. Yeah. I will have order. There is no escape. Inazuma shines eternal. Judgment. Also gut, weiter geht's. Hä? Was ist los? Kann er aus die Steine zerschlagen? Auf jeden Fall warten jetzt hier Maschinen auf uns. Order guide you. Gefährliche Maschinen. You can't run. Shiver. Maschinen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Stabilize. Shine down. Bin aber wirklich mal gespannt, wo wir gleich hier rauskommen. I will have order. Solidify. Denn noch sind wir anscheinend nicht mal ansatzweise am Ende angelangt. Aber das hier kommt mir jetzt irgendwie sehr bekannt vor. Nee, das Tor öffnet sich ja sagt noch lange nicht, wie es aussieht. Wartet, können wir hier noch mehr entfesseln? Anscheinend. Was? Oh nö! Oh, jetzt müssen wir uns doch nochmal wieder mit dem Patrouille herumschlagen. No.
solidified. Order guide you. Verdict is... Ha! Ha! The more, the merrier. Got it. Ach, herrje. Illusion shattered. So viel Chaos wegen nichts und wieder nichts. Also man hätte mich doch jetzt einfach hier einfach laufen lassen können. Aber nein. Man muss hier die ganze Situation noch ein bisschen verkomplizieren. Solidify. This is order. Yeah, the more, the merrier. Shine. Oh nein. Das könnt ihr jetzt vergessen. Noch einmal jetzt nicht. Wir müssen endlich mal unsere Hauptquest fortsetzen. Alles gut, weitere Urglut. Wohin bringst du uns? Ganz offensichtlich zum richtigen Weg. Aber wo mag jetzt hier der nächste richtige Weg sein? Sollen sich die Steintafeln jetzt, er sagt, doch hier irgendwo befinden? Inazuma shines eternal. Shine down. You can't run. You can't run. Order guide you. Rise. Joy, we've only just begun. Naja, ganz offensichtlich, um ehrlich gesagt jetzt hier weiter voranzukommen, bräuchten wir ehrlich gesagt wohl auch noch die restliche Urglut. There is no escape. Schatzsucher im Treibsand. Eine neue Trophäe erhalten? Schön. Tja, wo genau müssen wir jetzt suchen? Ganz offensichtlich hier wohl irgendwie. Ja, befindet sich jetzt die nächste Steinplatte, sag hier.
Genau hier oder ist sie jetzt, sagt, draußen? Das ist mir jetzt irgendwie noch nicht so ganz klar geworden, wo ich jetzt hier genau hin muss. Okay, das könnte uns weiterhelfen. Ja, ich glaube, das könnte uns jetzt wirklich weiterhelfen, um, sag, an die letzte Urglut hier ranzukommen. Okay, das hilft uns auch wirklich. Aber die Sache mit den Steintafeln wiederum hat uns das jetzt nicht weitergebracht. Ne, mit den Steintafeln sind wir jetzt also kein Stück weitergekommen. Aber wir kommen jetzt auf jeden Fall weiter ins Mausoleum rein. Das ist jetzt wenigstens genau das, was wir also erreichen wollen. Wollten. Gut, jetzt werden wir auf jeden Fall den nächsten Schritt gleich wagen. Entfesslers Feuer! Juhu, die Tür ist geöffnet! Phantomart, schnell! Okay, wir kriegen ja jetzt eine weitere Berechtigung. Hier soll das Ende des Weges sein. Phantomart, zeig die Steinplatte her. Nach den bisherigen Erfahrungen könnten hier Hinweise auf die Steinplatte vorhanden sein. Okay. Und in der Tat. Ein bisschen anders als erwartet. Das ist... Die Steinplatte leuchtet sich auf. Und ist das eine Karte? Tessa, die Symbole auf der Steinplatte. Das ist doch dein Spezialgebiet, oder? Kannst du es uns erklären? Nun, die meisten der Inschriften sind Worte, die die Tugend preisen. Als hochrangige Person mochte der König der Schritt natürlich auch solche Dinge. Seht, diese Wunderwerke, sind sie nicht alle Schönfärberei ist seine Herrschaft... Schönfärberei, aber Paimon erinnert sich, dass du vorhin etwas anderes gesagt hast. Eine Machtstruktur. Stimmt, Schrecken, Unterwerfung und dergleichen. Es war gut argumentiert. Das sind die Schlussfolgerungen, zu denen ich nach sorgfältiger Analyse und Argumentation gekommen bin. Nur nach dem Aussehen betrachtet, handelt es sich natürlich um Schönfärberei. Es ist sehr üblich, dass Herrscher ihre Taten beschönigen. Da diese ganze Ruine von König Deshret erschaffen wurde, ist es wohl nicht so schwer, eine solche Schlussfolgerung zu ziehen, oder? In eigenem Werk über eigene Missstände reflektieren. Ha, so etwas machen Gelehrte wirklich. Allerdings schreiben sie meist nur ein paar heuchlerische Zeilen in die Danksagung einer Forschungsarbeit und lassen es damit bewenden. Außerdem tun sie nur so, als ob sie bescheiden wären. Wie kann es sein, dass ein Akademiker wirklich glaubt, dass er inkompetent sei? Phantomart, glaubst du, er wurde durch seine eigenen Worte verletzt? Ich gebe zu, dass mich Jebraels Analyse inspiriert hat.
Ein herausragender Gelehrter sollte in der Lage sein, die Meinung anderer zu akzeptieren, wenn sie richtig sind. Sturheit würde einen akademischen Aufstieg unmöglich machen. Meinst du nicht auch? Du hast alles gesagt, was gesagt werden kann. Gibt es überhaupt noch was zu sagen? Ist das die Fähigkeit eines Gelehrten, Fakten zu verdrehen? Es hat nichts mit Fakten verdrehen zu tun. Das ist die Vertiefung des Verstehens. Deine Unfähigkeit, das zu erkennen, zeigt, dass du noch einen langen Weg vor dir hast. Apropos Weg, ist der auf der Karte markierte Ort unser Ziel? Ja, ich schätze, dass dort alle Schätze gefunden und alle Geheimnisse gelüftet werden. Und natürlich wird dort das Ende unserer großartigen Reise und das vorletzte Kapitel meines unvollendeten Meisterwerks sein. Obwohl ich mir emotional wirklich wünsche, alle Antworten sofort zu erhalten, ist mein Körper erschöpft. Nachtigall und die anderen sind noch bei der Oase. Ach ja, Samael und der Gebene hat ihnen von Kaufleuten berichtet. Glaubst du, sie werden angegriffen? Fast hätte ich das vergessen. Ich habe ihnen schon gesagt, was sie tun sollen, wenn sowas passiert. Also sollte es ihnen gut gehen. Oh, das ist das erste Mal, dass Jebrae sich bei einer Sache unsicher fühlt. Paimon schlägt vor, wir gehen zurück zu Nachtigall und den anderen, für den Fall, dass sie die Probleme nicht allein lösen können. Das wäre sonst eine Katastrophe. Okay. Die erstaunliche Pyramide. Träume und heißen Sand kehren die Oase zurück. Okay. Ein weiteres Bauwerk irgendwo in der Wüste. Ja. Kash Nisut. An der Stelle waren wir, sag schon mal, offscreen gewesen, als ich, sag, ein paar Sachen mal nachgeschaut habe. Also besser gesagt, noch ein paar tägliche Missionen in der Wüste habe ich, sag, diesen Ort und diesen Teleporter auch schon mal aktiviert. Aber da stand doch bisher immer was anderes. Da war doch bisher immer was anderes gewesen. Außerdem... Außerdem haben wir, sag, hier noch drei weitere Steinplatten vor uns, die wir auch gut und gerne nochmal aktivieren müssen. So oder so, die Sache mit den Obelisken ist ja, sag, auch noch eine interessante Sache, die wir vielleicht mal in Angriff nehmen sollten. Generell, wohin hat uns eigentlich dieser Teleporter gebracht? War wohl irgendwo etwas außerhalb, oder? Nun denn, so oder so... Ja, so oder so haben wir den Ort des Urobelisken jetzt nicht mehr so ganz vor uns, wie es mir scheint. Na gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, teleportieren wir uns erstmal in der Nähe der Oase hin. Das ist jetzt natürlich erstmal genau das, was wir machen müssen. Denn als nächstes steht, er sagt, das letzte große Abenteuer hier an. Das letzte große Abenteuer in der Wüste. Was werden wir hierbei noch erleben? Was werden wir hier noch zu Gesicht bekommen? Was verbirgt sich, er sagt, hinter Kash Nisut? All das und vieles mehr werden wir dann, sag, im nächsten Part erleben. Träume unter heißem Sand. Ansonsten, wo die Sterne der Zukunft fallen. Naja, dafür haben wir noch ein bisschen Zeit. Müssen wir also jetzt noch nicht machen. Warte mal, was haben wir hier? Ah, die Sache mit den Weltaufträgen. Naja, so oder so, das war erstmal der heutige Part. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum letzten Abschnitt unseres Wüstenabenteuers.